In alten Zeiten, als Himmel und Erde zwei Reiche innerhalb des Spektrums der göttlichen Schöpfung waren, erblühte eine verbotene Liebesbeziehung zwischen Xainu und Niu Lang, zwei jungen Liebenden, die bereit waren, sich dem Willen der Götter zu widersetzen, um ihre Liebe zu begründen. Xainu war das jüngste von sieben Mädchen, die der himmlische Kaiser mit der Himmelsgöttin hatte. Xainu war mit einer außergewöhnlichen Fähigkeit zum Weben begabt, mit geschickten Händen, die das Licht der Sterne weben und prächtige Kleider für die Götter herstellen konnten. Und doch lebte Xainu in Kummer, eingeschlossen in ihren Gemächtern im himmlischen Palast und einem Besuchsverbot auf der Erde belegt. Xainu war es leid, wie eine Gefangene zu leben und schloss sich ihren Schwestern an, um aus dem himmlischen Reich zu fliehen und endlich die Wunder der Erde kennenzulernen. In der Zwischenzeit lebte Niu Lang, der Kuhhirte, auf den weiten Prärien des alten China. Mit seinem Strohhut und seinem freundlichen Blick kümmerte er sich liebevoll um die Ochsen. Niu Lang war nicht nur für sein Geschick im Umgang mit Tieren bekannt, sondern auch für sein reines und ehrliches Herz. Eines schönen Tages führte das Schicksal das Leben von Xainu und Niu Lang in unvorstellbarer Weise zusammen. Niu Lang, der seine Ochsen am Flussufer hütete, wurde Zeuge eines Anblicks, der sein Herz höher schlagen ließ. Im ruhigen, klaren Wasser des Flusses badeten die sieben himmlischen Schönheiten, eine leuchtender als die andere. Trotz dieses Anblicks war es Xainu mit ihrer ruhigen Anmut und ihrem sanften Blick, die das Herz des jungen Kuhhirten eroberte. Verliebt in die schöne himmlische Jungfrau und darauf bedacht, ihr Herz zu erobern, fasste der listige Niu Lang einen voreiligen Entschluss. Er schnappte sich Xainus Gewänder vom Flussufer und versteckte sie. Als sie die Anwesenheit des jungen Kuhhirten bemerkten, flüchteten Xainus sechs Schwestern verängstigt in den Himmel, aber sie konnte den Fluss nicht ohne ihre Kleider verlassen. Anstatt sich zu ärgern, wandte sich Xainu überraschenderweise mit neugierigen Augen an Niu Lang und forderte ihn auf, sich für sein Verhalten zu schämen und ihr die Kleider zurückzugeben. Reumütig gab Niu Lang die Kleider zurück und entschuldigte sich bei ihr, indem er ihr sagte, er habe sich in dem Moment verliebt, als er sie sah und habe nicht nachgedacht, bevor er gehandelt habe. Trotz aller Schwierigkeiten fand Niu Lang den Mut, Xainu einen Heiratsantrag zu machen. Trotz ihrer anfänglichen Verwunderung bemerkte Xainu die Aufrichtigkeit in Niu Langs Worten und stimmte dem Heiratsantrag zu. Gemeinsam bauten sie ein fröhliches Heim auf der Erde und bekamen zwei Kinder. Doch diese Romanze zwischen einem himmlischen Wesen und einem Sterblichen sollte nicht lange geheim bleiben. Als der himmlische Kaiser erfuhr, wo sich seine Tochter aufhielt, kam er auf die Erde, um sie ins himmlische Reich zurückzuholen. Als Niu Lang sah, wie seine Frau weggebracht wurde, nahm er seine beiden Kinder und folgte ihr. Leider hatte er nicht damit gerechnet, dass die Himmelsgöttin eingreifen und einen stürmerischen Fluss heraufbeschwören würde, um sie zu trennen. Niu Lang und Xainu, nun Opfer einer unüberbrückbaren Trennung, spürten die Bitterkeit der Entfernung. Der himmlische Kaiser, der vom Herzschmerz seiner Tochter betroffen war, entschied, dass sie sich einmal im Jahr, am siebten Tag des siebten Monats des Lunisolarkalenders, treffen konnten. Sie bauten eine Brücke aus Vögeln, die die Sternbilder verband und es Xainu ermöglichte, den himmlischen Abgrund zu überqueren und sich mit ihrer Familie zu vereinen. Xainu und Niu Lang sind in der chinesischen Astrologie und Astronomie die Sterne Vega und Altair. Beide haben einen dritten Begleiter namens Deneb und zusammen sind sie als das Sommerdreieck bekannt. Das bedeutet, dass Deneb die Brücke ist, die die beiden Liebenden verbindet. Denn Vega und Altair befinden sich in verschiedenen Sternbildern, jeweils auf einer Seite der Milchstraße.